Hallo Werkzeugfans. Oh. Hallo Werkzeugfans. Dieses Geräusch. Dieses Geräusch wieder. Herrlich. Aber easy. Aber wie leicht. Das ist irgendwie Quatsch. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools.tv. Mein Name ist Sebastian und Vera hat mal wieder ein neues Werkzeug rausgebracht. Und damit kann man echt interessante Sachen machen, wie zum Beispiel das oder das oder das oder das. Und diese Anwendungen sind doch echt interessant und deswegen schauen wir uns das heute an. Fangen wir jetzt also mit dem Zyklop Set 2 an. Und hier ist es so, dass aus meiner Sicht ist das hier das perfekte Set, das du deinen Kindern zum Auszug schenken kannst. Nein, Spaß beiseite. Jemand, der vielleicht nicht so viel Heimwerk hat oder allgemein so viel im Handwerk unterwegs ist, und das ist jetzt keine schlechte Qualität und ist auch kein schlechtes Set, aber mir ist aufgefallen, dass hier die gängigsten Dinge, die du in der Wohnung brauchst, wenn du nicht gerade bohrst, hämmerst und sägst, sind das hier einfach die gängigsten, ist das gängigste Werkzeug alles mit dabei. Weil du hast hier Folgendes, jetzt gucken wir uns das doch mal genauer an. So, wir nehmen das hier mal raus und sehen, wir haben hier erstmal die gängigsten Nüsse mit dabei. Wir haben eine 13er, wir haben hier eine 10er und hier, ja, ihr seht das hier, hier haben wir eine 8er Nuss mit dabei. Und jetzt können wir Folgendes machen und übrigens das Ganze hält hier wirklich fest. Ja? Ihr könnt einfach hier drehen, ab oder auch wieder fest. Nehmt das Ganze jetzt, tut das hier drauf, das hält magnetisch. Seht das jetzt vielleicht auch? So. Ja, hält und könnt dann damit entsprechend schrauben. Das hier ist eine Ratsche. Ja, ihr seht das hier, Ratsche, wunderbar. Aber das jetzt einfach so zu arbeiten, ja, das wäre ja nichts, sondern man kann ja auch zum Beispiel so machen. Man kann das auf einen anderen Winkel einstellen, auf den hier, und kann dann hier entsprechend arbeiten. Oder man kann das auf diesen Winkel einstellen, kann dann auch so arbeiten. Ja, und hier entsprechend Dinge tun. Als nächstes ist es so, wir können das natürlich auch umstellen und in die andere Richtung arbeiten. Das ist also wirklich multifunktional gemacht, sehr einfach. Aber natürlich werdet ihr jetzt sagen, Mensch, zu Hause brauchen wir relativ selten eine Nuss. Natürlich können wir auch Folgendes machen, wir können das hier hinten aufdrehen, aufziehen, besser gesagt, zack. Und dann haben wir hier die gängigsten Dinge, die wir brauchen, nämlich hier haben wir Kreuz, und hier haben wir Torx, alles mit dabei. Das heißt, ihr nehmt das einfach raus, so, tut es wieder rein, setzt das hier in dem Fall innen ein, so, und könnt dann entsprechend auch arbeiten. Hier könnt ihr es auch wieder auf den Winkel einstellen, so, so, oder nochmal, und dann könnt ihr hier so entsprechend arbeiten. Und wenn ihr euch das mal anschaut, ist es so, übrigens können wir auch nochmal eine Verlängerung nehmen, die haben wir hier auch mit dabei. So und so. Und jetzt kommen wir einem normalen Schraubendreher doch schon relativ nah. Zusätzlich haben wir aber das Ganze in der Ratschenfunktion. Ihr könnt die übrigens auch verstellen, wenn es hier so eingestellt ist. Ja, das ist kein Problem. Das geht entsprechend alles. Was wir hier drin haben, und schauen wir uns das wirklich mal an. Wir haben hier ganz normal hier entsprechend Kreuz. Haben wir wieder Kreuz, Kreuz, Kreuz. Hier Torx. Und hier unten geht es entsprechend weiter in den gängigsten Größen. Und ich muss sagen, das ist schon eine tolle Sache. Ja? Ihr kriegt das auch wirklich leicht raus und entsprechend hier auch wieder leicht rein. Könnt es verstauen. So, Moment. So, so. Das ist hier auch schön cool gelagert, sodass wir auch das von der Seite ein bisschen abnehmen können. Einsetzen, wieder raus, hier rein, das Ganze hier wieder drauf, rein und habt hier wieder ein komplettes Set. Das ist schon eine wirklich geniale Sache. Und ihr müsst zugeben, spätestens jetzt, seid ihr auch der Meinung, hoffe ich, das ist doch eine wunderbare Sache, so als Komplettset, was man einfach hier so auch am Gürtel haben kann. So, hier am Gürtel dran. Wir haben auch eine Gürtelschlaufe und hat man es immer dabei und kann man dann in der unterwegs zack, 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 losdrehen, machen und tun. Und, ich sag mal, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Der Klassiker an dem Fahrrad ist eine Schraube locker. Kein Problem. Ich habe übrigens eine Sache vergessen. Wir haben hier natürlich, habe ich völlig übersehen vorhin, wir haben hier natürlich auch innen Sechskant mit dabei. Und das probieren wir da einfach mal aus. So, so, so. Und haben wir das auch. Wunderbar. Gucken wir, ob alles andere noch fest ist. Ja. Super. Haben wir das. Und ich glaube, der Lenker, der ist auch nicht mehr fest.
probieren wir das auch mal aus. Weil da seht ihr nämlich genau, wir haben hier wirklich Innensechskant in der Größe, wie wir es hier am Lenker brauchen. Und jetzt können wir genau das machen, was ich vorhin gesagt habe. Wir können das jetzt so nutzen. So. Können jetzt hier auch Druck aufbauen und können... Boah, nee, der ist fest. Ja, da kann man nichts sagen. Also noch minimal nachgezogen. Und ihr seht, wir können hier auch ordentlich Druck aufbauen. Das ist eine echt tolle Sache. Und so das zu nutzen. Und ich habe hier eben alles in einem. Das, muss ich sagen, das begeistert mich schon richtig. Hört sich so ein bisschen an wie... So ein Vera-Schlüssel, so ich so anhört, oder? Ein tolles Werkzeug, muss man sagen. Fässt sich auch wirklich gut an. Aber kommen wir zur nächsten Anwendung. Wir haben jetzt hier einen klassischen Bürostuhl. Was haben wir hier? Diverse Schrauben, die wir entweder mit Innensechskant oder mit so einer Nuss entsprechend festschrauben können. Das ist der Klassiker, ist übrigens auch hier, dass so eine Lehne dann lose wird mit der Zeit. Hier geht es noch, aber wir probieren das mal aus, ob wir das Passende dabei haben. Schauen wir mal. Ist das ein Fünfer? Ja, ist ein Fünfer. Okay. Nuss ab, Schraube dran. Probieren das mal aus. Ah, siehst du. Hier schon wieder ein bisschen, dass wir nachziehen können. Wunderbar. Aber ich glaube, die Lehne, die ist auch nicht fest. Hier nehmen wir jetzt wieder die Nuss und können das Ganze, ihr seht, oha, der ist aber wirklich lose. Wunderbar anziehen. Leichter Druck hier hinten drauf und das nächste. Boah, die sind wirklich lose, aber sehr lose. Zack, bumm, fertig. Wir können aber auch andere Sachen machen. Das ist schon ein bisschen übertrieben, aber wirklich diese Schraube nehmen. Und wir schrauben die jetzt einfach mal hier ins Holz rein und gucken, ob das funktioniert. Wir gucken einfach mal. Ja, das geht richtig gut. Kann man gar nichts sagen. So, jetzt nehmen wir den rum. So, das funktioniert. So, schaut mal hier und. Aber easy, aber wie leicht. Ins Holz reingedreht. Also ich muss sagen, das hat mich jetzt schon beeindruckt. Aber das ist das, was ich meine mit dieser Multifunktionsfähigkeit. Du kannst halt normal einfach hier so drehen und irgendwas reinschrauben, aber wenn es dann zur Sache geht, gehst du halt in den Winkel, kannst hier Druck aufbauen und drehst einfach weiter. Also es ist schon ein echt tolles Set, muss man sagen. Und für die gängigsten Sachen reicht das völlig aus. Also ihr habt hier das die normalen Kreuz, ihr habt hier Torx, ihr habt hier Innensechskant, ihr habt Nüsse, eine Verlängerung und eben den, hier diese Ratsche mit dabei. Das Ganze übrigens kostet als Komplettset knapp unter 100 Euro, so zwischen 90 und 100 Euro findet ihr unten in der Videobeschreibung im ehrlichen Preisvergleich. Schaut euch das einfach mal an und ich bin wirklich der Meinung, das ist ein perfektes Geschenk. Nicht nur, weil demnächst Weihnachten ist, je nachdem, wann du das Video siehst, sondern einfach, weil das ein echt gutes Set ist, womit du eigentlich das gängigste alles machen kannst. Und selbst wenn du eine Werkstatt hast, das legst du halt in die Wohnung rein oder ins Haus rein, um halt schnell mal was zur Hand zu haben. Und diese Ratsche, die hat es mir schon wirklich angetan. Kennt ihr diese Faszination für diese Ratschen, oder? Dieses Geräusch. Naja, komm. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar kommen wir hierzu. Und das hier ist, nennen wir es mal, eine schlagende Angelegenheit. Für das nächste brauchen wir einen Hammer. Und zwar haben wir nicht einfach irgendeinen Schraubendrehersatz, sondern einen speziellen Schraubendrehersatz. Aber fangen wir mal vorne an. Es sind immer die Kleinigkeiten, die für mich auch wichtig sind. Und zwar folgendes. Ihr habt hier folgendes. Wir haben hier eine wunderschöne Verpackung. Das Ganze habt ihr hier in einer Verpackung mit dabei. Alles drin, alles dran. Fällt auch nichts raus. Ich mache das Ganze jetzt hier auf. Achso, hier hinten auch wieder Klett. Ihr könnt das entsprechend hier auch wieder irgendwo hinkletten. Aufmachen, aufmachen und habt hier dieses Schraubendreher-Set. Und zwar habt ihr folgendes, ihr habt erstmal den Griff, euren eigentlichen Schraubendreher und hier die, ich sage mal, Bits. Das sind aber nicht einfach nur irgendwelche Bits, die wir hier drin haben. Jetzt können wir das hier rausnehmen.
hier reintun und können dann damit ja, einfach drehen. Ich habe jetzt auch keine Ratsche, erstmal kein Nichts, kein gar nichts und könnt damit arbeiten. Ja, wunderbar. Das ist irgendwie Quatsch, oder? Ja, nicht ganz, sondern es geht hier dabei eigentlich darum, dass ihr könnt dieses Set, und lasst uns mal ganz kurz das hier noch anschauen. Wir haben hier Schlitz, also wir haben hier Schlitz, wir haben hier Kreuz, wir haben hier Torx, wir haben innen 6 Kant. Alles mit dabei, aber die sind schon sehr speziell, die sind dafür gemacht, um wirklich auch härteste Ansprüchen Genüge zu tun, beziehungsweise wirklich, wirklich sehr stabil zu sein, weil die sind für eine Spezialfunktion. Und zwar haben wir hier an dem Griff, der auch wirklich echt schwer ist, Folgendes, ihr habt ihn jetzt verriegelt. Und dann können wir es ganz normal benutzen. Da passiert ja auch nichts Besonderes überhaupt. Man kann nichts aufmachen oder so. Wir können es aber auch entriegeln. Dann können wir hier erstmal theoretisch noch normal drehen. Aber wir haben diese Funktion, nämlich das hier. Das hier kann so nach innen gehen. Das heißt, wir können hier einen gewissen Impuls ausüben. Ja, dafür ist das Ganze da. Und wir sehen das, wenn wir Folgendes machen. Wir nehmen das jetzt mal ab, halten das hier aufs Holz. Und dann guckt die Kamera mal hier vorne drauf. Und jetzt schlage ich hier drauf und dann seht ihr Folgendes. Ich mache es mal langsam. So, diese Bewegung wird ausgeführt. Das heißt, es wirkt ein Impuls und ihr seht das hier sogar vielleicht ein bisschen an der Verformung hier. Das ist ein drehender Impuls, der hier ausgeübt wird. Vielleicht kriegt die Kamera drauf. Wir haben ja auf jeden Fall Folgendes. Wir können damit stark festsitzende Schrauben oder angerottete Schrauben lösen. Genau dafür ist das da. Und wirklich auch das dafür da, um hier mit dem Hammer hinten drauf zu schlagen. Und wir sehen schon, das ist massivst ausgeführt hier hinten. Wenn man hier drauf schlägt, merkt man auch, dass hier innen drin ist wirklich ein starker Stahlkern oder ähnliches drin, was dafür gedacht ist, um das wirklich übertragen zu können. Du sollst wirklich einen Impuls auslösen. Danach kannst du es dann feststellen und mit Hand lösen. Aber erstmal möchtest du es ja mit Hand dann wirklich rausdrehen, aber du müsstest es vorher lösen. Und deswegen haben wir hier eine oder mehrere angerottete Schrauben mit dabei. Eieieiei. Oh, das ist... Warum haben die früher eigentlich alles so massiv gebaut? Das hier wiegt 20 Kilo, was ist denn hier los? Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt nehmen wir hier Folgendes. Wir haben Schlitz. Wir haben hier eine Schlitzschraube. Und jetzt einfach so lösen wir jetzt hier nicht das Richtige, sondern wir nehmen jetzt unseren Schraubendreher. Und jetzt geht's los. Wir probieren das mal aus. So, jetzt stellen wir es fest und jetzt hoffentlich bekommen wir es ganz normal gelöst. Boah, der Hammer. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Jahre das hier fest war. Schaut euch mal diese Schraube an. Also, die war schon gut festgerottet. Machen wir jetzt die zweite Seite und... Und auch hier geht es jetzt wunderbar lose. Das ist schon eine tolle Sache, was man hier alles machen kann heutzutage. Und wofür es schon wirklich gute Geräte gibt. Ihr habt ja gesehen, ihr könnt wirklich stark verrottete, sehr festsitzende Schrauben so lösen. Gerade im Kfz-Bereich wird sowas ja benutzt. Und nein, das ist nicht neu, sowas gibt es auch schon länger. Aber vom Vera ist das jetzt nochmal neu gedacht, in kleinerer Form zusammengebaut. Also hier in Form in etwas Handlichem zusammengebaut. Finde ich schon wirklich gut in einem Set, was du einfach so nutzen kannst. Und vor allem, das ist jetzt kein Set, was du nur dazu nutzen kannst, sondern du kannst natürlich auch das ganz normal als Schraubendreher-Set nehmen und damit deinen Spaß haben. Und ich muss sagen, dass das hier ordentlich Gewicht hat, finde ich ehrlich gesagt ganz gut, sodass du auch wirklich was in der Hand hast. Ich mag das persönlich ja sehr gern. Das Set hier an sich kostet so um die 80 Euro. Gerade auch, weil du diese wirklich, wirklich stabilen Bits mit dabei hast, finde ich den Preis durchaus gerechtfertigt. Wenn du dich dafür interessierst, unten in der Videobeschreibung findest du einen Link dazu und den ehrlichen Preisvergleich. Es gibt natürlich noch mehr Neuigkeiten, wie zum Beispiel hier eine Ratsche von Vera von 2 bis 12 Newtonmeter. Wenn dich das interessiert, warum braucht man eine Ratsche? Dieses Geräusch wieder, herrlich. Warum braucht man eine Ratsche von 2 bis 12 Newtonmeter?
dann schreibt doch mal unten in die Kommentare. Vielleicht machen wir dazu noch mal ein Video und es gibt noch einige andere Neuigkeiten. Einfach mal unten in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Aber auch eure Meinung zu unserem Set hier oder auch zu unserem Schlagset. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Wo würdet ihr das einsetzen? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und schenkt ihr das euren Kindern zum Auszug? Auch das bitte einfach in die Kommentare. Euch noch viel Spaß, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.